Willkommen in der Höhle des Wehklagens. Hallöchen auch. Tja, erstmal hier die kleinen Quests annehmen. Also hab hier die vier Blatt, drei Quests gibt's hier und es gibt einen ganzen Haufen an besser. Ja, muss immer sein, oder? Der Typ ist inzwischen richtig faul geworden und bufft einen nicht mehr. Ist wirklich so, richtig voller Sack geworden. Devi-Altbalken. Ja, die Indie kenne ich noch. Zur Genüge. Geht's jetzt, mein Kollege? War nicht ich. Ich meine auch nicht dich, ich meine den anderen. Der hört dich nicht. Ich sag's kannst trotzdem. Kannst du ihm ja schreiben, mit dem Datum an die Folge kommt. Ja. Kurz am Ende der Indie schreiben, ja, wir machen YouTube und so, ne? Wissen die auch nichts von, ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich den Chat schwärze und die Gruppenanzeige. Andererseits, wenn sie mir eben eh Bild rumlaufen, sieht man es eh, von daher egal. Ich habe schon drei Dierwaldbalken. Na, was dumm wird, da sind also die Schlangenpflaumen, weil die sich einfach jeder krallen wird. Bevor eigentlich der Kampf beginnt, weißt du? Ist halt immer doof als Tank. Ich muss wirklich sagen, es läuft gut. Wir sind schon fast... Also ich zum Beispiel schon fast drei Level auf. Nur durch Ray, die Innis. Oh. Das geht echt. Mir fehlen noch 13%. Schade, dass das Set nichts für dich ist, das hier droppt, ne? Schade. So, 5. Blag habe ich schon mal. Erstmal 4. Ach man, diese... Ja, ja. Aber müssen wir hier eh doppelt durchlaufen, wegen der einen Quest noch. Ja, aber das ist so unnötig, dass ich es jetzt schon gepullt habe. Im Schlaf versetzt, ich bin eingenickt. Zweimal sogar. Du bist so ein Penner. Ha, ha. Weil pennen und so, ne? Zweimal wurde ich gecharged, ey. Weil es ist denke die Viecher, ne? Und ihr killt einfach mal stumpf den Boss. Hallo, ich brauch hier mal Hilfe! Mann, Alter, ich verliere gleich die Aggro an der. Ja, hast du auch schon fast verloren an mir. Ich bin eingepennt. So, das hätten wir schon mal geklärt. Ach doch, das hätte es doch teilweise für dich. Geil! Bedarf. Klar, natürlich. Kann sonst eh keiner gebrauchen. Merci. Nein, der kleine Hexen. Haha! Voll unerwartet, Mann. Der mit seinem beschissenen Level-Equipment. Geh mir jetzt schon auf die Eier. Warum ist der runtergeschummt? Weil wir da oben eh noch nicht weiterkommen zu dem Boss. Der Verschlinger kommt ganz am Ende erst. Wenn der überhaupt nicht hier im Dings kommt. Ach, wollen wir erstmal zum Dings gehen, zum Lord. Man läuft doch immer so. Wirklich? Also ich bin immer so gelaufen bisher. Ich bin mal zuerst zum Verschlinger gelaufen. Skum Skum und so weiter. Lord Peters, Lord Cobran und dann geht's... Ja, als zweites kommt dann die Richtung von Skum und dann geht's erst zum Endboss nach oben. Der kam immer als letztes. Das ist ja, da ist auch noch Mumotas mit der Verschlinger, ne? Da ist also doch ein Morlock, der größer ist als du. Ja, der Einzige ist wahrscheinlich auf der Welt hier. Worauf ich mich schon freue, ist die Innie, wo man Mal'Ganis tötet. Die ist auch cool. Man trifft Mal'Ganis öfter, aber töten tust du ihn nie. Nee? Nein.
Das haben wir denn letzte Mal, hier? dass Ausdauer ich. und Willenskraft. Das, was du wahrscheinlich meinst, ist die Höhle der Zeit. Ja, das kann gut sein, ja. Da flüchtet er aber nach Northrend. Es gibt eine Quest in Eiskrone. GZ? Danke. Wie gesagt, es gibt eine Quest in Eiskrone, wo du, ja, ihn verjagst und da steigt er in Teleporter und verirrscht sich. Ach, nach Diese. Northrend, und dann kommt der Arthas, also in Reign of Chaos, und tötet ihn ja dann, ne? Er verfolgt ihn ja bis zum Randesende ungefähr. Ja, ihr und euer Gelute. Wer ist eigentlich jetzt der? Achso, da, der Druide. Ja, zweimal Healer, ich brauche heilen. mal Heilung. Im Schlaf versetzt, Druiden aufgestiegen. Voll das Gecheate. 900er Crit, bam. Das ist voll übertrieben, Mann. Hallo, ich bin Tank. Ach, der Healer ist offline. Ja. Mann, das hatte ich Ein vorhin nicht auf. Schlangenzepter. Das hatte ich vorhin nicht auf dem Schirm. Ey, das macht voll Damage. Brauche nicht, oder? 21, 45? 40, Das macht 48? 14, 18 an Schaden. Ich würde das nehmen, das ist besser als ein Schwert. Habe ich schon genommen, aber du warst gerade dir weg. Achso. Und ich hab's bekommen. Oder du warst weg. Ja, und wir haben keinen Healer. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Nee, mein Schwert ist besser. Was? Nein. Doch, mein Schwert ist besser an SPS. DPS, wenn dann, aber. Nein, mein Schwert. Nachschaden? Nee, macht meins besser. Meins ist besser. Dann liegt das in den 5 Geschick. Ja, kann auch sein. Aber der DPS-Wert so an sich ist nicht. Wow, wir können jetzt warten, bis wir. Einen neuen Healer bekommen. Das dürfte recht schnell gehen. Vor allem haben wir den Boss auch gekillt ohne Healer. Also gehen wir mal viel weiter. Muss eh noch mit DWR Balken hier aufsammeln. Flam, flam, flam. So, ich hätte das dann fertig. Fehlt noch einer. So geht's natürlich auch. Hat er gemacht? SS. Achso. Alter, immer dieser Magier mit seinem dicken Hintern, ey. Er regt Hexe. mich richtig auf inzwischen. Oh, Scheiß da ist was. Ding. Ciao. Immer mit seinem Kackblink. Ja, kann man nach Hause gehen. So, mein Devia-Balk habe ich jetzt fertig. Klau dir mal das Ding da hinten. Mach ich. Es kommt wieder dieser Magier an, ey. Das ist während eines Kampfes nicht verfügbar. Wir kämpften hier. Wir schauen mal nach. Eine Kettenhose. Ich würde mal sagen, meins. Ich hab die Akku gerade. Nicht mehr. Ich wollte gerade sagen. Bitte, was möchtest du haben? Ich hab die Akku gerade gehabt. Das habe ich gerade gesagt. Ja, ich weiß. Und so nach dem Motto, was willst du? Dein Schild sieht aus wie so ein Emblem der Allianz. Ja, es sieht richtig nach einem Ali-Schild aus. Pflaume geklaut.
Hopp. Ich glaube, du bist eingepennt worden, oder? Ich bin eingepennt worden, das klingt echt komisch. Eingenickt. In den Schlaf versetzt der tausend tollen Träume, ja. Ein Sack Kartoffel über den Kopf gezogen bekommen, eingeschlafen. Ja. Erschöpft. Kaputt, erledigt. Erledigt? Erledigt. Ich verstehe, erledigt. Oh, ein Schattennebelstein. Gib her, die Kacke. Oh, das wird jetzt hart. Oh ja. Doch nicht, wir haben nur einen. Dann geht's ja halt doch noch. Wir können auch mehr pushen. Wir haben keinen Heiler. Ja. Wenn jetzt jemand pullt, dann stirbt er. Ah, wir haben Heiler gekriegt. Ja, hab ich auch schon gesehen. Gut, der Heiler heilt. Attacke. Miau. Weder Heiler heilt nicht. Vor allem der Heiler kommt, das erste, was er macht, heilen. Wäre nicht schlecht, ne? Ja, ne? So, Ashara-Questen können wir uns jetzt auch in die Tonne treten, dafür sind wir schon fast zu hoch. Schade. Ja, wir geben halt so kleine Quest-Einblicke, dafür schön ausführlich. How to do Dungeon, immer ein Zweier-Paket. Na klar. So. Weiter bei Dungeon geht's. Ist wieder ein bisschen größer. Ja, werden wir wahrscheinlich auch nur den einen schaffen in der Zeit. Ah, ich kann ja jetzt mit Zauber unterbrechen, ne? Wenn man tritt. Falls sich das interessiert mal. Er kann endlich mal was Sinnvolles. Ja. Dann weißt du, was du ab jetzt immer wieder tun darfst, ne? Ja, und Zauber unterbrechen. Ah, das war eine schöne Hose, die will ich haben. So, da haben 4 drauf gewürfelt, dementsprechend passen 2. Und ich habe die Hose bekommen. Ja, ja, klar. Du bist der Einzige, yes. Der nicht drauf macht. Ich hätte gerne aber mal mit der Dingshose. Die eine Kettenhose. Jetzt fehlen mir nur noch 3 Rüstungsteile und habe ich mein ganzes Set voll. Aber ich glaube, das kriege ich nicht mehr zusammen. Ich glaube, bisher ist bei jedem irgendwas gedroppt. Nehmen wir mal ein Set hier. Ja, ich glaube, bei jedem ist bisher das Teil gedroppt, der es hätte droppen können. Wirklich? Ich habe 2 Stück schon. Ah, das Brustteil ist nicht gedroppt. Ich habe den Gürtel und die Gemaschen. Ja, aber das Brustteil ist bei dem Boss vor dem eben gedroppt. Wieso? Den wir ohne Heiler gemacht haben. Was ich hier eh dämlich finde, jetzt für mich, das Set für die Aktivierung des zweiten Sets, weißt du? Erhöht die Intelligenz um 5. Ja. Was ich brauche, ist aber 3, in Waffenkunde um 4. Oh, guck mal hier, der droppt ein Schild. Das ist auch ein Boss. Finde ich voll lustig. Ja, diese Schildkrötenschild, ne? Ja, der Panzer davon. Aber leider wesentlich kleiner. Schade, ne? Ja, er sieht doch ein bisschen schlecht aus, wenn du so ein Schild, der er versteckst. Spiel ich Schildkröte. Da kriege ich mich drinne. Und das Schild ist da. 700. Rüstung, ja, ist ein bisschen mehr. 28 mehr, lohnt nicht. Aber ist trotzdem verlustig. Lass mal stehen. Wieso soll ich stehen bleiben? Weil das. Weil was? Weil das? Weil ich ihn töten wollte. Mir fehlen noch 2 Schlangenpflaumen. Ich wusste, dass irgendjemand dran vorbeirennt. Und guck dir den Magier an. Er pullt, nur damit er jetzt looten kann. Das kann ich auch. Ne, ich glaube eher weniger. Doch, das kann ich auch, siehst du? Ja, alle sind weg, ey, das ist doch. Das war einer, das war einer. Ja, weil der Magier nicht mehr aufsammeln kann, der Hexmeister, der den überlassen hat.
Aber der arme andere, ein Druide hier. Er kriegt gar nichts, glaube ich. Er kriegt richtig gar nichts. Ach ja, die Quest in Ashara breche ich gerade mal ab. Weil ja, die sind nämlich grau. Die ja, ich sind mal so grau. Gar nichts. Der hier konnte mal einen Dolch droppen, das kann er bestimmt immer noch. Ich hoffe mal. Und einen Rücken mit Beweglichkeit. Also so oder so gewinnst du. Ach ja, und durch kritisches Blocken kann ich mehr Schaden machen mit dem Schildschlag. Ach ja, und seine Fähigkeiten blockiere ich mal ab und zu, ne? Halt wegen Tritt und so. Mach das einfach so oft, wie du kannst. Ja. Meow, charge, execute. Schildschlag. Was haben wir denn? Dolch. Das war ein schöner Dolch. Der müsste sogar mal besser sein als das. Ja, das ist auch besser. Guck, wo ich den Dolch habe, das ist der Dolch. Jep, oder? Ja, der leuchtet besser. Und trotzdem noch einen Intelligenzbonus von 10. Mann! Den Bonus, den ich gar nicht brauche. Ja. So ist das hier in unserer Welt. Die meisten haben die Quest aber gleich fertig mit diesem Sammeln hier. Noch ein Schild, das eh keiner braucht. Komische Schuhe, die ich auch nicht brauche. Aber irgendjemand anders. Ich brauche noch eine Schlingpflaume. Ich auch. Das machst du sehr gut, dass ich von hinten immer rankomme. Gegen meinen Hinterhalt. Mit einem Schlag die Akku geklaut. Dann habe ich den nur angecharged oder so. Keine Ahnung. Ich habe hier gerade Mario getroffen. Rot getupfter Pilz gefunden. Mario. Der Klempner. Ja, ich finde das immer noch so lustig, dass Mario eigentlich gar nicht der Hauptcharakter ist. Also ursprünglich war die Idee, dass Mario, dass Luigi der Hauptcharakter ist. Ja, und Mario nur der, ja, und Mario nur der kleine Bruder, aber Mario war beliebter. Nur darum ist Mario Hauptcharakter. Aber richtig gut, dass sich Nintendo drauf eingelassen hat. Na gut, es gibt auch jetzt Spiele, wo Luigi die Hauptperson ist, ne? Ja, klar. Zum Beispiel Luigi's Mansion 1 und 2. Ja, klar, gibt's auch. Aber so mit DS Mario-Spiel, das ist zu lustig. Aber ich sag mal so, Mario hat mehr Spieler, definitiv. Ja, ist auch ganz klar Hauptdings. Komm mal da hinten. Meine Schlingflamme, meine Schlingflamme. Lauf, sei schneller als der Dings. Die nächste klaue ich mir und dann kann der... Ja, ich bin eh fertig. Dann kann der Hexentypi. Zu wenig Energie, was hast du denn? Ich habe schon 7 Gold. Was, 8? Da unten ist schon wieder die nächste. Mann, den habe ich doch gar nicht angehauen. Wir sind schon fast Stufe 20, ne? Hast du schon bemerkt? Ja. Könnte interessant werden, langsam. So. Oh, eine Kette für dich. Eine Kette zum Anziehen? So eine Halskette? Cool. Eine Kette. Brustkorb. Ach so, ein Harnisch. Harnisch. Ja. War schon klar. Laufen wir mal hier so rum. Ach ja, du hast einen Seelenschlag aktiviert bekommen, ne? Ja. Ich hab noch 4 Minuten. Verängstigt. Ein Schurke, der verängstigt ist. Schurken halt.
Was soll das denn jetzt heißen? Auch gar nichts. Ja. Hui! Der Blink ging wohl voll daneben. Ja, keine Ahnung, was der für Problem hat, dieser Magier. Ja. Trotzdem schneller als ihr. Vor allem, wenn du das im Sprung machst, ne? Wirst du manchmal zurückgeportet. Also es war früher so, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Das ist immer noch so. Ich habe immer Mage heute mal ein bisschen gespielt. Wenn du springst, wirst du wirklich nach hinten geportet. Das habe ich bei den Gegner ziemlich gut ausgenutzt. Ja, das ist im PvP auch so mies. Meinte mich irgendwie so ein Typ anzuquatschen, ob er mit einem Duell machen will. Ich Magier, Stufe 90, er Krieger, Stufe 90, ne? Jedes Mal, wenn ich irgendwie gesprungen bin, sofort Blink, bam. Gut erstmal gut weggekommen. Aber wenn du so Klippen runterspringst, wirst du immer zurückgeportet, wieder oben drauf. Das ist im BG recht nervig und echt gemein. Oh, der letzte Lord. Ne, einer der Lords noch. Oh, Serpentis. Nee, ich bin der Schlangenkönig. Ich bin der Schlangenkönig. Ja, ne? Was bin ich dann? Seine heilige Mama. Aber sowas von. Mich, was schlägst du denn da drauf? Ich hab den Sturm, alles klar, immer auf mich. Mach nochmal eine Fähigkeit, komm. Leck mich. Ist klar. Kette, Stiefel. Finde ich voll gut. Und jetzt kommt das Untier hier. Ich charge mal kurz nach hinten. Ja, lauf mal. Okay, ich bin bereit. Oh, hat er dich gefunden? Nee, er hat dich gesucht. Der hat sich voll zu dir gedreht. Ach genau, da kam ich dann angecharged. Alter, dieser Healer overhealt so übermäßig. Geht auf den Sack, ne? Ach, cool, verwurzeln. Kombo-Punkte, 5, komm! Und da unten ist er. Cape, Auch nicht. Ich überlege gerade, ob der hier auch schon da ist. An sich müssen wir jetzt noch den ganzen Scheiß zurückbringen. Hä, springst das Ding da runter und bist du schon fast da? Ich weiß. Schlimmer Feind. 120 Tempo. Ich hol dich ein. Ja und? Darfst gerne vorlaufen und sterben. Der ist keiner mehr. Wow. Ich hol dich im Schleichen ein. Ja, auch voll unlogisch. So. Ja, extremer schnell. Oh, Schleicher. So, die Waldbalken, alles abgeben hier. Neue Stiefel. Wo sind sie? Da sind sie. Hat ihn schon mal angequatscht? Ja. Haben wir. Nahkampfschaden 77 bis 101, jetzt schon. Angriffskraft 267. Nicht schlecht. Für den Anfang.
Bei dieser Quest ist mir manchmal ziemlich oft irgendwas falsch passiert. Da kam der Boss irgendwie gar nicht. Diese fette Qualle, weißt du? Manchmal Das kam ist er einfach gar Murloc. nicht. Ja. Bei mir kam der eigentlich immer. Ich hatte da nie irgendwelche Probleme. Manchmal hatte ich ja wirklich Probleme gehabt. Da mussten wir irgendwie den Dungeon verlassen, damit er irgendwie gespawnt wird. Müsst eher nach links. Oh. Weil er sein Ritual machen er will. Oh, Ritual. Ritual, geht's GZ. halt, Mage. Ich habe auch gleich Level. Ich auch. Ungefähr 13%. Mann, die Indie dauert so lange wie die anderen beiden zusammen. Er ist halt eine große Indie, ne? Die spätere Welt ist ja noch schlimmer. Nee, da wird einfach durchgerannt. Da wird sowas gemacht hier. Weißt du? Da macht man das doch so. Man rennt einfach so krass Eigentlich. durch. Oh, mein Handy geht gerade aus. Mann, tschüss. Ich hab's nochmal so vibrierenden. Na du, Allianz der, Ork der Allianz. Mit dem scheiß Schild da. Pull mal ein paar mehr. Hab ich doch eben gemacht. Mehr gibt's ja nicht. Doch, weiter oben war noch welche. Was will ich denn da? EP? Ey, wo ist eigentlich der dämliche alte... Da ist er. Gott. Da sind sie noch, siehst du? Passwort? Nee, sehe ich nicht. Ja, weil der andere Licht läuft. Hat ja nichts damit zu tun. Ich sehen tue ich's ja auch. Hier hatte ich manchmal die Probleme gehabt, hier. Ja, habe ich mir schon gedacht, aber ich nie. Nie. Na, fühlst du dich jetzt frustriert? Ach, ein bisschen. Zuschlagen. Verwüsten will ich unbedingt haben. Beschützt mich, tapfere Seelen, während ich in den smaragdgrünen Traum eintauche, um Naralex zu retten und dieser Verderbnis ein Ende zu setzen. Wir sind hier nicht in Dragon Age, geh nach Hause. Wir sind in Dragon Age, du wusstest das noch nicht. Nein, hier gibt es keine grauen Wächter, zu denen ich gehöre. Das kann gar nicht passen. Die kommen ja noch. Ein Boss, den ich unbedingt besiegen will, ist Dings. Deathwing. Poloschwinger. Will ich unbedingt unbedingt besiegen. Hast du noch nicht? Doch, aber ich will ihn unbedingt nochmal besiegen. Deswegen. Also im LPT will ich ihn besiegen, das ist sehr geil einfach. Wenn die ganzen Rüstungen abkloppen tust und dann endlich nur um ihn dann persönlich zu treffen, weißt du? Find den voll langweilig. Ich find ihn geil. Nee. Ich bin eher für sowas wie Naxxramas zu zweit und so. Können wir auch mal so ein. Versuchen? Ja. Da wird nichts versucht. Das wird gemacht oder gelöscht. Okay. Versuchen. Da ist er, der Dicke. Der kam bei mir manchmal gar nicht. Betäubt, Donnerschlag. Ach man, komm mal, er kann doch auch nichts. Ah, Mann. Zuerst bin ich eingeschlafen, verängstigt, eingeschlafen. Vor allem, du warst feindlich. Vielleicht wirst du Merkwürdig. ja gleich nochmal feindlich. Ne, den unterbreche ich dann. Komm.
Ne, kriegst du nicht. Schade, ich wollte dich eigentlich mit dem Dings hauen. Bitte. Danke. Ey, eine Kette, Brust. Eine Kette, Brust, Brust, Kette. Brust, Brust, Brust. Ich hab einen neuen Gürtel. Das Ding hat früher mal eine Quest gegeben, dieser leuchtende Stein. Ja. Tut er jetzt auch nicht mehr. Scheiße, ey. Das ist voll bitter. Naja, dann würde ich sagen, müssen wir hier wieder einen kleinen Cut machen, nachdem wir über den Verschlinger gesiegt haben. Ach, geht doch. Ne? Lang genug also, gedauert, würde ich sagen. Also, meine lieben Zuschauer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.